Moin Leute, heute hier aus dem Fluss, an einem Vereinsgewässer von mir. Ich fische von Dojo, einen 8 cm Wobbler mit der Abu Garcia Delicate, die Carabus. Glaube ich, ein Wurfgewicht, sage ich euch sofort, von 0,3 bis 2,5 Gramm. Schöner Platz, aber irgendwie. Und da, boah, die ist schön. Ich weiß nicht, ob man sie gesehen hat. Da steht sie. Jetzt steht sie genau vor uns in dem Loch. Jetzt dürfen wir keine schnellen Bewegungen machen. Nee, nur aus der Rutenspitze raus, der Wurf. Ich habe jetzt leider keinen Snap dran, das heißt, ein schneller Wechsel ist jetzt gerade nicht so möglich. Deswegen versuchen wir es nochmal mit dem Wobbler. Jetzt langsamer und mit ein paar Stößen. Aber das hat die Forelle sich genauer angeguckt. Die kam schon etwas länger hinterher. Schade. Aber positiv denken, den ersten Verfolger hatten wir heute schon. Ist doch mal geil. Oh nein, 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 den hat sie verpasst. Da ist sie wieder. Nein, bis vor die Füße. Mal kurz was zum Erklären vom Flusslauf. Man sieht, die Strömung drückt sich schön mittig. Zieht hier rum. Da hinten wird es richtig ruhig. In dem Bereich. So, und jetzt haben wir hier vorne. Sieht man es, der Lauf vom Wasser wird verändert. Das Wasser wird hochgedrückt, das heißt, wir haben da unten eine Gumpe. Und das sind die Stellen, wo meistens die Forellen unten drinnen sitzen, wo wir unten eine Rückströmung haben und der Fisch mit wenig Aufwand direkt im Hauptstrom stehen kann, wo die meiste Nahrung langgespült wird. Also ein sehr interessanter Platz. Da lohnen sich immer ein paar Würfe. Am besten wäre da jetzt so ein schön tieflaufender Wobbler oder vielleicht sogar ein Gummifisch, den man einmal über den Boden hüpfen lassen kann. So, jetzt sieht man es wieder. Der Fluss macht jetzt eine Rechtskurve. Das heißt, die ganze Strömung wird nach außen gedrückt. Links haben wir einen tiefen Bereich und rechts sollte es eigentlich dann etwas flacher werden. Das ist dann halt immer wichtig, wenn wir in die Richtung wandern jetzt. Ui. Dass wir da vorausschauend gucken, wo wir die nächsten Würfe platzieren werden. Weil generell ist es deutlich besser, wenn wir beim Warten von unten flussaufwärts warten. Und jetzt nicht, wie ich es gerade mache, flussabwärts. Der Fisch sieht uns deutlich früher und es wird so deutlich schwerer, Fische zu fangen. Oh, es ist immer dasselbe, Leute. Du machst die Kamera aus und dann passiert was. Ich habe gerade aufs Wasser geworfen und der Fisch kam sofort hoch. Aber sofort, man hat sofort den Schwall gesehen, als ob ich ihn auf den Kopf getroffen hätte. Und der war nicht klein. Das ist noch aggressiver. Ich würde sehr gerne den fischen, aber ich weiß, mit dem komme ich nicht so weit. Ich setze jetzt mal die Hoffnung in den hier. Auch, dass ich bald genug rauskomme mit dem. Aber da steht ein sehr schöner Fisch gerade. Also vielleicht gibt es heute doch noch Fisch für die Kamera. So Leute, drückt mir die Daumen, dass der Wurf sofort gut ist. Oh, der war kurz, der Wurf.
Da hängt sie. Nein. Oh, habt ihr sie gesehen? Was ein schöner Fisch. Oh, die hatte den Kommen. Nein, nein, nein. Oh, Mann. Die kommt nicht nochmal. Die kommt nicht nochmal. Verdammt. Aber der Wechsel zum kleineren Wobbler hat es gebracht. Oh, ist die draufgepfeffert, ey. Jetzt erstmal ein Wurf nach unten. Ach, Mist. Die war schön. Die war verdammt. Oh, nein! Hat man es jetzt gesehen oder hat man es jetzt nicht gesehen? Ich lasse den Wobbler treiben und die Forelle schnappt sich den von der Oberfläche. Was ist denn jetzt gerade hier los? Haben wir jetzt etwa den richtigen Wobbler gefunden? Wahnsinn! Ich hab's nur treiben lassen. So, da trieb der Wobbler vor sich her. Was passiert denn jetzt hier? Das kann ich jetzt gerade nicht glauben, ey. Mir auch noch nicht passiert, dass ein Wobbler auf dem Wasser lag und von der Oberfläche gepflückt wurde. Aber die hat den auch komplett drin gehabt, ey. Die Würfe kommen nicht an. Ich komme nicht mehr so weit. Ich versuche mal ein, zwei Schritte weiter vorzugehen. Dann stehe ich aber auch näher an den Büschen. Ui, ein Eichhörnchen. So. Ja, der Wurf war gut. Aber der Fisch weiß Bescheid. Schade. Ah. Plastik wird er heute nicht mehr fressen wollen. Vielleicht in einer anderen Farbe. Aber so nicht. Mensch. Aber das ist halt so. Die Plätze, die am schwierigsten zu erreichen sind, wo man viel durchs Gestrüpp muss, das sind die Plätze, die wenig geworfen werden. Da stehen die großen Fische. Das ist so. Ich habe mich da gerade 5 Meter weiter vorne durch so ein Gestrüpp gekämpft und jetzt ist hier so ein offener Platz. Da ist eine. Oh, die ist gar nicht so schlecht. Ah. Was ein wunderschöner Fisch. Was ein wunderschöner Fisch, Leute. Ui. Da ist er. Hier steht sie jetzt genau vor uns. Ich weiß nicht, ob ihr sie seht. Ja, wo meine Rutenspitze ist. Da erholt sie sich jetzt gerade.
Mit Akku haben wir noch 35%, das reicht. Warum ich nach dem Akku geguckt habe, war jetzt ein sehr interessanter Abschnitt kommt. So, gestern hatte ich eine sehr schöne Attacke da vorne. Heute ist er schon wieder nicht mehr da. Boah, ist das ärgerlich. Das war nicht geplant, der Wurf. So sollte der laufen. Da war sie. Da war sie wieder. Oh, die ist so schön. Die hat den ganzen Wobbler im Mund gehabt, Leute. Direkt hier vorne steht auch eine. Leute, das ist er. Das ist der eine Fisch für mich. Boah, der hat den ganz weggeknallt. Guckt ihn euch an. Was eine schön. Und ich habe 3 oder 4 Würfe schon in die Richtung gemacht. Oh, wenn der merkt, dass der am Haken hängt. Ich versuche ihn mal jetzt ruhig ranzuholen. Wow, seht ihr den? Guckt ihn euch an. Ich schaue nochmal, ob die GoPro an ist. Ja, wir sind am Film. Die Carabus. Die ist richtig am Arbeiten. Wow, was ein wunderschöner Fisch, Leute. Hey. Sowas alleine zu köchern ist immer. Ja, desto näher ich dran gehe, desto weiter haut er ab. Guckt ihn euch an, wie er da steht. Nein. Ah, der ist gleich ab. Die kleinen Drillinge machen es nicht. Wow. Oh, Leute. Ich kann nichts machen, ne? Ihr seht das? Er stellt sich unter die Büsche. Das sind die Stellen, wo man solche Fische fängt. Ganz nah ans Ufer geschmissen. Na komm. Das ist nochmal eine Strömung. Ich kann gar nicht vorstellen, wie mein Puls gerade geht.
Der Roller ist zu klein, Leute. Nein, 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 er war drinne. Oh, es ist eine Krise, ey. Okay. Was ist denn? Ja, er ist drinne. Guckt ihn euch an. Geil. Ich gehe rechts rüber. Wow. Guckt euch diesen Plattfisch an. Guckt ihn euch an. So, jetzt habe ich die Kamera wieder angemacht. Catch and Release ist ja verboten. Also der Fisch hatte 50. Gerade als ich ihn dann abschlagen wollte, ist er mir aus dem Kescher rausgesprungen. Blöd gelaufen. Stimmt. Wieder. So Leute, eine kleine Abmoderation. Also, das war der Wobbler, der mir heute doch recht viel Erfolg gebracht hat. Es lief super. Der eine schöne große Fisch. Jetzt habe ich hier noch gerade eine mit 45 gefangen. Die hat sich den Wobbler so reingeknallt, der saß in den Kiemen hinten drin. Ja, den habe ich sofort abgeschlagen. Habe ich leider nicht mit drauf. Aber ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Morgen. Ich war jetzt 2 Stunden unterwegs. Konnte doch einige Fische fangen. Und ja, Nachläufer waren ohne Ende heute wieder dabei. Okay, mein Herz ist kurz stehen geblieben. Ja. Den habe ich nicht gesehen. Mal gucken, ob man den im Video sieht. Ja, geil. Auf jeden Fall war erfolgreich.